diesem Video seht ihr unsere Heimreise von Lettland über Litauen, Polen, Tschechien bis nach Deutschland. Wie in dem letzten Video erwähnt, verlief der Grenzübergang von Russland in die EU problemlos. Ja, leider konnte man den kommenden Herbst schon spüren. Es hat ziemlich viel geregnet. Immerhin hat der Regen kurz aufgehört und wir konnten unsere Mittagspause machen. Und am Abend wurden wir mit einer beheizten Bootshütte belohnt. Am nächsten Tag schauten wir Riga an, die Hauptstadt von Lettland. Bei einem heißen Kaffee wärmten wir uns nachher auf. Auf den Heimweg gingen wir noch einkaufen und später kochten wir uns ein leckeres Abendessen. Willkommen aus Riga. Wir sind gestern angekommen und machen gerade eine Stadttour. Es ist schön ruhig, nicht so voll. Und hier hinter uns seht ihr einen Teil der Berliner Mauer. Sehr interessant. Weil die Zeit schon langsam drängte, haben wir keine großartigen Stopps mehr gemacht und sind ziemlich direkt Richtung Haus gefahren. Eigentlich hatten wir noch vor, Warschau anzuschauen, aber wir haben kein bezahlbares Hotel gefunden, also sind wir einfach weiter Richtung Süden gefahren und haben es nicht angeschaut. Der Süden von Polen wurde landschaftlich wieder interessanter, etwas schöner,
Es hat uns gut gefallen und am Abend haben wir auch einen schönen Hüttencamping gefunden. War echt schön. Wir sind hier auf einem Campingplatz. Wir haben eine Hütte genommen, weil die letzten Tage war sehr kalt in Polen. Das war unsere Hütte. Wir haben gehofft, dass es eine Heizung gibt in der Hütte. Leider nicht. Es war etwas kalt. Es waren heute früh 10 Grad in der Hütte. Wir verlassen heute Polen. Wir fahren nach Tschechien rüber. Die Motorräder sind bepackt und wir fahren gleich los nach Tschechien. Die Zeit war jetzt wirklich knapp, sodass wir weiter nach Tschechien fahren. Das Land gefällt uns sehr. Wir waren mehrmals dort und wir werden es öfter besuchen, denn es ist nicht so weit weg. Wir sind die letzten Tage nur durchgefahren. Wir wollten unbedingt am Freitag zu Hause sein, da es am Montag wieder in die Arbeit ging. Das haben wir aber geschafft. Wie versprochen gibt es noch ein kleines Fazit zur gesamten Reise. Wir waren insgesamt 60 Tage unterwegs und fast 13.000 Kilometer. Obwohl die Reise nicht so gelaufen ist, wie wir uns gewünscht hatten, bereuen wir nicht, dass wir losgefahren sind. Es war und ist unser Wunsch, diese Reise zu machen und wir würden es später bereuen, wenn wir es nicht machen würden. Genau, deswegen fahren wir nochmal los. Wir wollen die Reise wirklich beenden und bis in die Mongolei fahren. Diesmal verläuft die Route aber nicht durch Iran und Turkmenistan, sondern nördlich des Kaspischen Meers. Wenn ihr das Video sehen werdet, sind wir schon unterwegs. Das heißt, wir werden wieder 6 Monate unterwegs sein und danach wird es wieder Videos von unseren Reisen geben.
Falls jemand von euch auch in der Richtung unterwegs sein wird, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir freuen uns, euch unterwegs mal zu treffen.